meine Lieben, ich habe einen Bastelhaul, wird sehr papierlastig, sage ich euch gleich. Und auch ein bisschen was bei DM entdeckt. Da will ich noch Weihnachtsgeschenke für die Familie machen. Zum einen gibt es dieses Jahr einen Fotokalender. Den habe ich mir machen lassen bei Rossmann. Richtig schön geworden. Kann ich euch nicht zeigen, weil sind ja die Bilder von der Kleinen zu sehen. Aber der ist richtig toll geworden. Da konnte man verschiedene Designs auswählen. Total cool. Außerdem habe ich hier einmal so Foto-Weihnachtsstern, 9 cm Durchmesser. Da kann man dann eben auch ein Foto reinmachen. Da kann man natürlich auch alles andere reinmachen. Davon habe ich 4 Stück besorgt und alternativ habe ich mir diese Kugeln. Da sind auch 4 Stück drin. Die haben Durchmesser von 4 cm. Das bekommen die jedes Jahr, Oma, Opa und wie sie alle heißen, von der Kleinen, um es halt an den Tannenbaum zu hängen und zu sehen, wie sie immer mehr wächst und groß wird. Dann habe ich hier ein neues Set von diesen Do-It-Yourself-Kreativsets zum Thema Weihnachten entdeckt, habe ich mitgenommen. Die kann man immer super verwenden, wenn man Alben gestaltet oder halt auch Karten daraus machen oder. Also ne, wenn man hier zum Beispiel das Stück hier, ist ja 10x15 auf eine Karte, frohe Weihnachten, fertig. Aber eben auch schön, um Fotoalben zu verzieren. Dann diese Packung hier, Sticker-Set, da sind 3 Bögen drin. Und was ich schön finde, auch in Deutsch. Haben wir hier einmal so Chipboard-Sticker, dann sind hier so folierte Sticker und das hier werden Papier-Sticker sein. Diese. Und dann gibt es da auch so einen Aufsteller, da waren so ja, Kartensets, 20 Stück, 10x10, 13x18, 10x15 und 15x20, dass man sich so eine Foto, so ein Fotoregal gestalten kann. Und habe da hinten gesehen, da sind sogar ganz viele drin. Also jeweils 5 Stück in den Größen. Quer und hochkant, ja, das fand ich auch richtig schön. Auch so mit Sprüchen und gab es noch verschiedene, sind wie gesagt aktuell bei DM jede Menge Aufsteller. Dann habe ich bei DM auch das hier noch entdeckt. Da habe ich noch einen Plan, da weiß ich nicht, ob ich den umsetzen kann, zum Thema Adventskalender von Anne. Das hat 2,95 € gekostet, mal sehen. Muss ich gucken, ob ich das alles noch schaffe. So, dann habe ich bei Woolworth mal wieder so kleine Blöcke entdeckt. Hier im Weihnachtsdesign. Da habe ich ja vor allem das Hochzeitsalbum mal draus gebastelt. Aber das ist auch super, um so kleine Karten zu gestalten oder Geschenkanhänger. Gibt es einmal diese Variante. Dann diese hier. Da guckt euch bloß nicht zu genau meine Finger an. Ich habe so Wunden. Das ist bei mir immer alles von Arbeit. Das tut alles so weh. Aber da muss man durch. Das finde ich auch schön. So, das ist dieser hier. Dann haben wir noch den da. So. Und hier gehen viele Blätter auch das ganze Jahr. Also da ist gar nicht so viel drin, was mit Weihnachten zu tun hat. Das ist der. Dann gibt es da 10x15 Bögen. Gehe ich mal von aus, dass ungefähr die Größe ist. Aber hier einmal Romantic Love. Die Papiere sind auch sehr dünn, aber super, um halt für Kartenhintergründe zu nutzen. Alles so Valentinstag liebemäßig, kommt ja nun auch bald. Und auch wieder super schön Hochzeitsalbum rausgestalten. Der, dann haben wir hier ein Happy Basics. Der ist auch richtig cool. Der ist sogar foliert. Alles Mögliche dabei. Zu allen Themen. Auch süß mit den Büroklammern hier. Der hat 1,99 € und der 2. Also ist was Verschiedenes. Und dann hier noch Happy Designs. Der ist auch foliert. Im Hintergrund bestimmt die Waschmaschine, aber auch das gehört zum Leben dazu. Muss ja gemacht werden. Aber ich denke mal, es stört nicht. So, das ist dieser. So, dann kommen wir zu 15x15 Blöcke. Die habe ich bei Kick entdeckt, wenn mich nicht alles täuscht.
Oder nee, die sind auch von Woolworth, glaube ich. Das ist immer so schwierig, ne? Dann geht man zu Woolworth, Kick, Teddy und weiß nicht mehr woher. Ich glaube Woolworth, weil Kick hat nicht Craft Sensation. Da ist immer ein Blatt, nee, zwei Blätter normal und eins foliert. Da sind so schöne Blätter drin. So, das war der. Dann haben wir die. Ah, nee, die habe ich von McGuides. Bei McGuides habe ich die gekauft, genau. Jetzt hat sie ja geklingelt im Köpfchen. Ja, der. Und dann haben wir hier noch eine schwarze Variante. Die ist foliert. Die anderen beiden eben waren beglitzert. Das finde ich halt auch cool, wie es foliert ist, ne? Hier und dann nur den Rand hier. Man ist manchmal ja oft sehr knallig foliert, aber das geht, finde ich. Und dann noch eine rote Variante, rot-grün. So, der. Auch der ist von McGuides, den habe ich einfach mitgenommen, weil das immer so Basic-Sachen sind, die man super zum Kartengestalten verwenden kann als Hintergründe. Oder auch ein ganzes Album daraus machen, weil man eben schwarz-weiß hat. Dann kann man nämlich die Seiten, zum Beispiel in Türkis oder so, das sieht dann richtig cool aus. Dieser und noch ein großer, da gab es mehrere, aber da habe ich jetzt nur diese Variante mitgenommen. Auch Weihnachten und Schwarz-Gold, aber richtig schön. So, da wiederholt er sich. Das ist der, wie gesagt, auch McGuides. Und das war's mit dem Bastel-Haul. Jetzt kommt noch ein Action-Haul. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!